So, wenn du einen super Zweier-Split für deinen gesamten Körper wissen möchtest, dann bleib dran. Ich zeige dir das gleich. Zweimal die Woche Training, Ganzkörper, alle Muskelgruppen. Wie splittest du optimal die Muskelgruppen auf? Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörn Giersberg. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, einen sehr guten, sehr brauchbaren Zweier-Split für deinen gesamten Körper. Das heißt für alle Muskelgruppen. Zweier-Split heißt in dem Falle idealerweise zweimal Training pro Woche. Und ich möchte mal direkt loslegen. Und zwar habe ich mir mal folgende Gedanken gemacht, wie ich dir das am besten erkläre. Bei einem Split geht es ja letzten Endes darum, wie ich die Muskelgruppen, die ich habe, also Brust, Bizeps, Schulter, Trizeps, Beine und so weiter, wie ich die optimal aufteile auf die verschiedenen Trainingstage pro Woche, in unserem Fall zwei Trainingstage, und damit die sinnvoll platziert sind. Ja? Denn es gibt sinnvolle Kombinationen und es gibt schlechte Kombinationen. Schlechte Kombinationen führen dazu, dass die Pausen für die einzelnen Muskelgruppen entweder zu lang oder zu kurz sind. Und wir einigen uns mal auf folgende Muskelgruppen. Wir haben zum einen die Brust, ja, Brustmuskeln, Rücken, Schulter, Bizeps, Trizeps, dann haben wir den Bauch, dann haben wir den Beinstrecker, also die Beine Vorderseite und den Po indirekt, also Beinstrecker Po und Beinbeuger Po. Die Waden lasse ich jetzt mal so ein bisschen außen vor. Wir können die jetzt, wenn ich dir den Split gleich zeige, kurz noch einordnen, wenn du möchtest. Aber wer zweimal die Woche trainiert, muss meistens sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und da kann es durchaus sein, dass du die Waden rauslässt. Wenn du beispielsweise auch regelmäßig mal laufen gehst oder Seilspringen machst, dann hast du die indirekt ein bisschen dabei. Natürlich, wenn du jetzt fünfmal die Woche oder viermal die Woche trainierst und jede Muskelgruppe wirklich ausfeilen willst, dann solltest du die Waden auch bearbeiten. Aber bei zwei Trainings pro Woche kannst du durchaus darauf verzichten. Also das sind die folgenden Muskelgruppen und ich würde dir jetzt ganz gerne, ich zeichne dir jetzt mal diesen sinnvollen Split an. Das heißt, wir unterteilen ja in Tag 1 und Tag 2. Idealerweise legst du diese beiden Tage über die Woche verteilt, also beispielsweise montags und donnerstags oder Dienstag, Freitag, sodass du in dem Fall einmal zwei Tage Pause hast und einmal drei Tage Pause. Ja, also idealerweise so verteilen. Und mein Split sieht also folgendermaßen aus, der sich sehr bewährt hat. Ich arbeite ja seit über 20 Jahren hauptberuflich als Personal Trainer. Das heißt, wir haben an dem einen Tag hier Brust, Bizeps, Beinstrecker, und den Bauch. Und wir haben an unserem zweiten Tag, bleibt uns noch über, der Rücken. Ich sage gleich nochmal was dazu. Trizeps, Schulter, Beinbeuger. Ja, also wir gucken nochmal, Brust, haben wir alle großen Muskelgruppen dabei, Brust, Rücken, Schulter, Bizeps, Trizeps, Beinstrecker, Beinbeuger, Wade haben wir jetzt mal außen vor gelassen und Bauch. Das wäre jetzt eine sehr gute Split-Kombination, dass du beispielsweise hier am Montag diese Muskelgruppen trainierst und beispielsweise am Donnerstag diese Muskelgruppen. Sehr gute Split-Kombination. Du fragst dich jetzt vielleicht, wieso, warum ist die jetzt gut und warum sollte man jetzt nicht das anders machen? Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, aber diese hier zeichnet sich dadurch aus, dass man die großen Muskelgruppen auf zwei Tage verteilt, also Rücken und Brust sind hier getrennt voneinander, und dass ich auch das Bein in dem Fall aufteile, einmal in die Vorderseite und einmal in die Rückseite, sodass ich das Bein, was eine wichtige Muskelgruppe ist, weil es große Fläche hat,
auch zweimal in der Woche dadurch belasten kann, aber trotzdem es nicht zu oft belaste, weil ich einmal die Rückseite, einmal die Vorderseite nehme. Was jetzt aber vor allem wichtig ist, dass ich diese Mischung hier, das heißt, ich habe einmal Brust und Bizeps, das ist das eigentlich Interessante. Das heißt, nehmen wir das Beispiel Arme, und das ist ja für viele nicht unwichtig. Also Trizeps ist der eine, Armmuskel, Bizeps der andere. Dass ich also den Trizeps an diesem Tag, am Donnerstag, direkt belaste und trainiere und an diesem Tag indirekt durch das Brusttraining. Weil beim Brusttraining hauptsächlich natürlich auch Druckübungen wie Bankdrücken, Kurzhanteldrücken, Dips und so weiter dabei sind. Und ich habe jetzt also diesen enormen Vorteil, dass ich diese Streckermuskeln einmal direkt, also den Trizeps einmal direkt und einmal indirekt belaste. Wenn ich also Brust und Trizeps an einem Tag hätte, dann würde es dazu führen, dass ich nur einmal in der Woche diese Streckermuskeln direkt und indirekt einmal habe. Und die Pause wäre eindeutig zu lang und dadurch würde es zu einem Leistungsabfall kommen. Und so ist es ideal. Das gleiche ist hier mit dem Bizeps. Ich mache hier mal einen Strich. Und dem Rücken. Ja, also an dem einen Tag belaste ich den Bizeps direkt, den Beuger. Und an dem anderen Tag, wo ich das Rückentraining mache, wenn ich beispielsweise Klimmzüge oder Latzug oder Rudern im Sitzen mache, dann belaste ich den Bizeps indirekt. Und somit habe ich wieder eine direkte und indirekte Belastung. Insofern eignet sich dieser Split hervorragend für einen Zweiersplit. Also wenn du zweimal in der Woche Zeit hast zu trainieren, den ganzen Körper bearbeiten möchtest, du fragst dich jetzt vielleicht noch, okay, wo packe ich jetzt die Wade rein? Da müsste man jetzt einfach mal schauen, wie das hier aufgeht. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Muskelgruppen, 1, 2, 3, 4. So an diesem Tag beim Bauchtraining ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger, ein paar weniger Sätze, die du machst. Also könntest du durchaus die Wade hier reinpacken. Du könntest die aber auch durchaus hier reinnehmen. Das kannst du probieren, wie du möchtest. Ist nicht ausschlaggebend, ja? Aber entscheidend sind diese anderen Muskelgruppen. Du fragst dich jetzt vielleicht noch, ja, was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht dazu komme, dass ich montags und donnerstags trainiere, sondern es passiert mir plötzlich am Donnerstag, ich schaff's nicht, nehme mir am Freitag vor, Freitag schaffe ich es auch nicht, dann ist Wochenende, hab Familienausflug oder was auch immer. Und du bist eventuell erst wieder am Montag beim Training, das heißt, du hast eine ganze Woche Pause gehabt, dann empfehle ich dir, mach immer diesen Rhythmus 1, 2. Ja? Also egal was passiert, wechsel immer ab. Programm 1, Programm 2. Ja, das heißt, du machst dann jetzt nicht eine Woche später dann wieder hier mit weiter, sondern du fängst dann, steigst wieder hier ein. Das heißt, du wechselst es eigentlich immer ab. Ja, ist eigentlich logisch. Also das wäre jetzt ein sehr guter Zweiersplit. Es gibt natürlich noch andere Varianten. Ich stelle dir auch demnächst mal ein paar vor. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu den Splits. Bei uns bei figurtrainer.de findest du ein Tool, wo du dir alle optimalen Split-Kombinationen errechnen lassen kannst. Das heißt, du gibst einfach ein, wie oft trainierst du pro Woche? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und welchen Schwerpunkt möchtest du trainieren? Wir haben hier den Ganzkörper. Du kannst aber beispielsweise auch eingeben Oberkörper oder nur Unterkörper oder Schwerpunkt Brust, Bizeps oder Schwerpunkt Bauch, Beine, Po. Und nachdem du also die Trainingstage definiert hast, gibt dir Figurtrainer genau eine Aussage dazu, welche Split-Kombination in diesem Fall ideal ist. Du wirst also bei Figurtrainer auch diese Kombination finden, neben noch ein paar anderen. Ja? Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass es wirklich ganz zentral ist, den richtigen Split zu wählen, weil sonst dein Training schon in der Planung im ersten Schritt eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Ich hoffe, dir hat dieser Tipp geholfen. Wenn ja, gib dem Video bitte einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal. Teile das Video ruhig, wenn du das Gefühl hast, dass du hast Freunde, Bekannte, die das auch interessieren könnte. Wenn du eine Frage dazu hast oder wenn du Anregungen hast zu weiteren Split-Kombinationen oder zum Thema Split oder überhaupt zum Training, schreib mir das gerne in die Kommentare unten rein und ich freue mich auf das nächste Video. Bis dahin, dein Jörn Giersberg.